Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir spielen heute Dress to Impress und wir spielen heute mit ein bisschen abgespaceden Themen, mit verfluchten Themen, mit den wildesten Themen. Und das erste Thema ist Meme und da muss ich mir echt nur überlegen, welches Meme ich da machen will. Es gibt ja mittlerweile so viele. Boah. Deswegen, es gibt so viele und jetzt fällt mir gerade exakt gar keins ein, außer... Ah, ich weiß, was ich mache. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Okay, ihr könnt mir dann ja gleich mal sagen, ob ihr es erkennt. So, oder als was ihr das zumindest lesen würdet. So, schauen wir mal, ob das was wird. Weil das Thema Meme an sich ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, die Schuhe passen nicht. Ich glaube, die sind besser. Jetzt habe ich sie natürlich beide ausgezogen. Hervorragend. Ich glaube, ich ziehe die an. Ich habe auch nicht mehr ganz so viel Zeit, weil ich bin reingejoint und wollte eigentlich Themen kaufen. Aber ich fand das hier dann so passend. Dann habe ich gedacht, das nehme ich direkt erstmal mit. So, das Gesicht. Nehmen wir denn da... Das hier vielleicht. So, ich glaube, spätestens wenn ich jetzt die Haare mache, werdet ihr es erkennen. So hoffe ich zumindest. Am besten noch irgendwie so. Irgendwie so hier. Ja. Erkennt ihr schon? Erkennt man's? Falls nicht, dann mache ich jetzt hier dazu passende Nägel. Babyboomer. So. Und dann brauche ich noch so eine Handtasche, die dazu passt. Ja, die vielleicht, ne? Aber dann vielleicht nicht rosa, sondern... Oh, die haben so komische Farben oft, ne? Was heißt komische Farben? Ist ja nicht komisch. Aber so ein bisschen, wildere Kombination. So. Kommt schon, Leute. Erkennt ihr jetzt, was es ist? Oder wer es ist? Gucken wir mal. Vielleicht noch irgendwie so eine Uhr um. Ich glaube, ansonsten brauche ich gar nicht mehr groß was. Okay, welches Meme ist das jetzt? Ich weiß nicht, welches Meme das ist. Sehe ich nicht als Meme. Vielleicht kenne ich es aber auch einfach nicht. Also sie schreibt zumindest was dazu. Ich kenne es, ich gebe mal 3 Sterne. Hä, aber das ist doch auch kein Meme. Ja, doch, sie hat auch irgendwas dazu geschrieben, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Okay, also es ist auf jeden Fall irgendein Song. Was hat sie geschrieben? Oh, das ist Chris. Das ist Chris Jenner. Das ist ja perfekt. Das ist Chris Jenner. Das finde ich sehr gut. Das ist wirklich, das ist witzig. Das ist no G. Alter, das sind alles Memes, die kenne ich gar nicht. Kennt ihr die Memes? Ich kenne das nicht. Alter, das ist eine Karen. Das ist eine andere Karen. Da muss ich 5 Sterne geben. Tut mir leid, aber Fellow Karens, da muss ich auf jeden Fall, da muss ich 5 Sterne geben. Ich schreibe auch mal Karen. Ach Mann. Das ärgert mich jetzt. Gab noch eine Karen. Und die kam nach der anderen Karen. Das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut, weil die Karen hier war besser. Ja, das ist schon okay. Das ist völlig, das ist für dich völlig in Ordnung. So, und jetzt kaufen wir Tim. So, ich habe jetzt mal Bilder genommen, weil das sie eigentlich wollte halt so auf der Baustelle. War ein bisschen zu lang. Deshalb hoffe ich einfach, dass alle verstehen, was ich damit meine, wenn ich sage Bilder. Okay, los geht's. Ich weiß nicht so richtig, cool wäre es, wenn ich dafür bei den Frauensachen was finden würde. Aber ich befürchte, dass ich da wahrscheinlich eher hier fündig werden würde. Aber ich gucke noch mal kurz durch, bevor ich mich entscheide. Ha, lass mal schauen. Baustelle. Ich glaube, so ein Hemd macht man nicht auf der Baustelle, oder? Okay, so vielleicht. So vielleicht und dann... Irgendwas da drunter? Sowas? Ah, warte mal. Und die kann ich ja vielleicht so Neon machen. So Neon-Orange und dann das hier drunter so Neon-Gelb. Guck mal, also das geht doch schon in die richtige Richtung, oder? Könnte man mich doch verwechseln. So, okay. Irgendwie eine Hose werde ich schlecht. Eine Hose werde ich schlecht. Und die, wie machen wir die? Blaumann hat man ja dann eigentlich immer an, ne? Das sind doch so ganz helle blaue Hosen. Oder so zumindest welche, die ins Auge fallen. Dann so fette Boots, damit man sich nicht wehtut. Die sind dann, glaube ich, oft so grau irgendwie. Ein Helm wäre cool, aber ich glaube, einen Helm gibt's nicht. Ich brauche in diesem Spiel einfach alle weiteren Modesachen noch. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr Möglichkeiten, hier Sachen zu machen. Ah, das wäre natürlich cool. Kann ich das anziehen? Ja, das kann ich draufsetzen. Sehr gut.
Weil hier gibt's zwar so Hüte und so. Ja, komm, guck mal, ich kann das doch nehmen. Ey, wenn ich das jetzt beides im gleichen Gelbton mache, ne? Oder so orangelig. Sind die mal so gelb oder orange? Ich glaube gelb, ne? Und jetzt mache ich das hier auch noch in diesem Gelb. Perfekt. Sieht doch aus wie ein Helm, oder? Das sieht doch ganz stabil aus wie so ein Helm. Jetzt die Haare. Besten irgendwie so. Gucken so aus dem Helm raus, ne? Dann vielleicht eher nicht. Dann nehme ich, glaube ich, lieber diese niedrigen zwei Zöpfe. Das ist, glaube ich, besser. So hier. Diese Gesichter sind so wild. Nehme ich mal das hier. Low Make-up, Low Effort. Ja, obwohl, da ist ja Lippenstift auch noch drauf. Also Leute, der Baustellen-Look ist am... Der läuft. Der Baustellen-Look läuft. Okay, ich glaube auf der Baustelle Kopfhörer, so Ohrenschützer. Ist, glaube ich, nicht schlecht, ne? Weiß nicht, welche Farben die normalerweise haben. Und dann noch ein Rucksack. Rucksack fürs Pausenbrot ist wichtig. Und ein altes Telefon, damit ich den Bauherrn anrufen kann. Guck mal, Baustelle ist so stabil, oder nicht? Aber keine Sekunde zu früh fertig geworden. Boah, das finde ich aber fashionable Baustelle. Finde ich sehr, sehr cool. Finde ich auch sehr cool. Ich finde, das Cap passt auch ganz gut so als Helm. Gut gemacht. Das passt leider gar nicht. I'm sorry, aber das passt nicht. Oh, das sieht ja richtig stark aus hier mit dem Dings, mit dem Helm. Finde ich sehr, sehr gut. Auch die Weste. Das mit der Weste ist eine richtig gute Idee. So sicherheitswestenmäßig. Ja, das finde ich passt nicht so gut. Ah, sie ist ein... Ah, das habe ich jetzt zu spät gelesen. Sie ist eine Pylone. So wie Kahn, wenn er im Schwimmbad ist. So, ich bin Bob the Builder. Ich bin Bob the Builder himself. Nee, hier ist leider bis auf den Hut gar nichts so baustellenmäßig. Ah, ich glaube, sie hat versucht, das so blaumannmäßig aussehen zu lassen, ne? Ja, absolut stabiles Ding. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Ich muss aufhören, Leuten Punkte zu geben. Das kann... Alter, ich bin Letzter. Ich bin einfach Letzter. Das müsst ihr euch mal geben. Einfach eiskalt Letzter. Ich fass es nicht. Sushi Roll. Jetzt sind wir Sushi. Mir egal, ob ihr das wollt oder nicht. Jetzt in der nächsten Runde sind wir eine Sushi Roll. Ey, diese Obis hier sind aber auch echt so bodenlos gemein schwer. Warum sind die so unheimlich schwer? Die haben überhaupt gar keinen Sinn, dass sie so schwer sind. So, let's go. Versuchen wir mal, eine Sushi Roll zu werden. Also, ich würde sagen, ich bin innen und ich bin die Füllung. Und dann bin ich eine Gurke, oder? So. Und jetzt brauche ich natürlich irgendwas so außen drum rumgerollt. Ah ja, das ist der Reis. Das ist der Reis. Und dann brauche ich ja noch was. Noch was mehr. Also vielleicht einfach sowas hier. Der Reis drumrum. Wartet mal, kann ich hier auch Muster benutzen eigentlich? Weil wenn ich mich recht entsinne, dann gibt es hier doch auch so Essensmuster, oder nicht? Okay, das geht leider nicht. Schade, das wäre jetzt echt cool gewesen. Na gut, was habe ich denn für Sachen mit einem Code? Oh, ich glaube, das hier könnte eigentlich ganz gut hinhauen. Okay. Ja. Und das ist auch nochmal... Obwohl, vielleicht nehme ich lieber das. Brauche ich die hier vielleicht nicht? Ich muss echt ein bisschen überlegen, wie ich das am besten mache jetzt. Weil jetzt bin ich nämlich beim Nori-Blatt außen drumherum. Und das ist ja dann immer das, was man so von außen dann auch sieht. Nee. So vielleicht. Vielleicht sogar das. Leute, ich weiß nicht, es ist so schwer. Das hier. So als Nori-Blatt. Dann kann ich vielleicht das und das wegmachen. Ja. Wenn eine Gurke ein Gesicht hätte, wie würde das aussehen? Wenn eine Gurke ein Gesicht hätte. Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich hier nur so ein fischiges Fischelement mit einbringen. Für fischige Fischvibes. Ach, schwierig.
Ich habe mir das irgendwie nicht so richtig überlegt, Leute. Hätten wir vielleicht mal vorher auch überlegen können, wie das dann aussehen darf. Es gibt ja manchmal auch noch so Sojasauce. Irgendwie so ein Fisch oder irgendwas Kleines, so wäre noch ganz cool. Aber wartet mal, hier so kleine Handschüchchen in den richtigen Farben. Okay, eine kleine Handtasche, eine Klatsch und das ist dann die Sojasauce. Ja, so. Okay, verziere ich das noch irgendwie? Boah, schwierig. Braucht es denn noch mehr Verzierung? Ja, ist egal. Zeit ist um. Zeit ist um. Ich bin jetzt ein Gurkenmaki. Das sieht gar nicht aus wie Sushi. Wüsste ich jetzt noch nicht, welches Sushi das ist. Das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig, richtig gut. Das gibt mir auch so richtig Seetang-Vibes und so. Ich liebe das. Ja, Salmon und Fischei-Sushi. Perfekt. Ganz ehrlich, kriegt von mir 5 Sterne. Ich wollte eigentlich aufhören, Leuten so viele Punkte zu geben, ne? Ich sollte aufhören damit. Ansonsten gewinne ich nie. Ein Sushi-ähnliches Kleid. Ja, ich bin nur nicht ganz hinter dem Muster da hinterher. Okay, komm, gib mir jetzt doch mal ein paar Punkte. Gib mir ein paar Punkte. Kommt schon. 5 Punkte, Leute. Ja, finde ich okay. Aber ein bisschen langweilig. Oh, das ist stark. Das ist sehr stark. Das sieht halt so richtig aus wie so Seetang. Oh, das ist auch gut. Das finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Ich kann nicht gewinnen, egal was ich mache, egal wie verrückt die Themen sind. Ich kann einfach nicht gewinnen. Ich kann nicht gewinnen, das ist nicht möglich. Aber immerhin 4. bin ich geworden. Immerhin. Also, Leute, es tut mir leid, aber es soll nicht sein. Dress to Impress und ich, wir sind einfach keine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß bei dem Video und dann schreibt mal in die Kommentare, welche Themen wir noch nehmen sollen. Ciao, Kakao.